Jetzt kommen wir zu den Zahlen. Wir fangen an. Das ist der Verlauf der letzten Jahre. Unser Mount Music, den wir jetzt schon zum zweiten Mal abbilden, bei dem klar wird, wo wir herkommen. Wenn wir zurückschauen bis zurück in die 80er Jahre, dann sieht man, wie drastisch der Niedergang war. Und das war das Ziel dieser Veröffentlichung damals, zeigt eben auch, wie wir zusammengesetzt waren und wie wir zusammengesetzt sind und wie sich die verschiedenen Formate dann über die Jahre verändert haben. Ich denke, das ist etwas, was gerade auch in der politischen Diskussion in den letzten Jahren sehr dabei geholfen hat, zu zeigen, wie die Zusammenhänge in der Branche waren und dass dieses Gejammer, für das wir ja immer auch kritisiert wurden, durchaus einen ökonomischen Hintergrund hat. Wir wollen aber uns hier nicht nur diesen Berg anschauen, sondern direkt reingehen. Wir haben die Zahlen bereits kommuniziert, 1,48 Milliarden Euro Umsatz, 1,8% Zuwachs. Das ist die Größenordnung, das ist das, was uns weiter Konsolidierung bedeutet. Der Gesamtumsatz, aufgeteilt physisch, digital und auch Synchronisation und GVL, das ist etwas, was wir auch bekannt, ihr alle kennt unser Jahrbuch besser als wir selbst, immer darstellen und wo wir dann, wenn wir das zusammenzählen und nicht nur über die Musikverkäufe in den verschiedenen Formaten reden, dann sogar dieses Jahr dazu kommen, dass es ein Zuwachs von 2,3% wäre. Das liegt in der Tat daran, dass die GVL sehr gut performt und dass wir im kleinen Bereich auch Zuwächse bei Sync hatten, aber das liegt an der GVL an der Stelle. Digital Share, vorhin auch angesprochen, der große Kuchen, 75-25 ist gelernt. Man fragt sich, was ist die Besonderheit in Deutschland, wie kommt es dazu? Ausführlich diskutiert, auch mehrfach hinterfragt. Er ist stabil, der physische Markt, und mit diesem Dreiviertel-Ansatz physisch leben wir gut, das zeigen die Zahlen. Und das ist das Besondere dann eben auch in diesem Jahr, wir sehen, dass das Tortenstück, dieses eine Viertel, dieses Jahr stärker hellblau geworden ist, und das ist eben der Streaming-Anteil. Wenn wir den Digitalmarkt uns nur anschauen, dann sehen wir Wachstum von 13,1%. Und dieses Wachstum in einem Umfeld, wo zum ersten Mal die Downloads rückläufig waren. Wir kannten im Download-Bereich bisher nur Wachstum und sind jetzt in einer Phase, wo das Wachstum sich in eine negative Entwicklung umgekehrt hat, wo aber gleichzeitig das Streaming mit 79% so stark gewachsen ist, dass wir in dem Digital-Tortenstück dann doch über ein ordentliches Wachstum von 13% reden können. Und das ist das, was zusammen mit dem physischen Markt den Markt stabil hält. Spannend ist es dann, sich ran zu bewegen an die einzelnen Segmente im Digital-Kuchenstück. Und dort sehen wir das, was ich gerade angedeutet habe, Download-Rückgang. Sehen wir, dass die Singles sehr stark rückläufig waren mit 7,4%. Download-Album, vergleichsweise stabil, das läuft noch. Download-Musik-Video und Ringtones, Ringback-Tunes, Mobile-Retones, sehr stark rückläufig und dann eben Streaming-Subscription mit rund 79% im Plus. Das ist das, wo das Wachstum herkommt im Moment. Wie sieht es bei den anderen aus? Das ist die Frage, die oft gestellt wird, wenn man den Kuchen physisch und digital sich anschaut und wo wir gerade presseseitig immer damit konfrontiert werden, die Frage zu beantworten, sind wir denn so langsam, sind wir so traditionell, wollen wir dieses Internet nicht umarmen? Und da haben wir uns die verschiedenen anderen Nachbarstaaten angeschaut und man sieht global, sieht der Kuchen, das leicht rosane, jetzt hier so leicht hinterlegt, ist der physische Anteil, global also 60-40, 40 davon digital. Das ist im Moment der Mix im globalen Markt. Wir sind Deutschland direkt daneben mit 25% digital, gleich auf mit Österreich, sind sogar etwas digitaler als Japan, die den größten physischen Anteil haben, sehen aber auch, und das ist ja immer der Vergleich, der dann in der Presse vor allem funktioniert, wir sehen auch USA, UK und vor allem Norwegen und Schweden, die natürlich ein fast umgedrehtes Verhältnis haben von digital und physisch. Norwegen mit 86% Digitalanteil ist natürlich phänomenal. Die Frage, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird,
werden wir nachher auch noch erörtern, aber zum Status quo, zum direkten Vergleich ist das eine wichtige Orientierung, auch um zu zeigen, dass es eben nicht so ist, dass nur wir in Deutschland einen vergleichsweise hohen physischen Anteil haben. Wie viel streamen die Deutschen? Da haben wir uns die Frage gestellt, wie viele Streams werden eigentlich pro Woche abgerufen? Wieder sehr schön steigende Kurve. Wir haben Ende letzten Jahres 329 Millionen Streams pro Woche gemeldet. Das ist im Vergleich zu dem Vorjahr mit 175 Millionen Streams pro Woche eine fast Verdopplung, entspricht dem Marktzuwachs, zeigt aber hier auch mal, über was wir reden, zumal wenn man mal das ganze Jahr sich anschaut. 6 Milliarden Streams im vorvergangenen Jahr, 11 Milliarden Streams im vergangenen Jahr. Verfügbarkeit von Songs, Bernd Dopp hat es vorhin gesagt, die Angebote, 70 legale Angebote, und heutzutage bewerben die meisten legalen Streamingdienste ihre Angebote mit rund 43 Millionen verfügbaren Titeln. Das werden immer mehr, die Zahl nimmt stetig zu. Es ist für uns eine große Möglichkeit, all diese Songs auch verfügbar zu halten. Wie entsteht diese Vielfalt, diese zunehmende Vielfalt? Auch darüber hat Bernd Dopp vorhin kurz gesprochen. Das Thema Investition. Diese Zahlen will ich jetzt nicht in aller Tiefe hier durchdeklinieren, aber ich denke, wenn man die Investitionen anschaut und sich dabei überlegt, ganz unten 500.000 bis 2 Millionen US-Dollar kostet das Breaken eines Künstlers an einem wichtigen Markt, dann weiß man, wie relevant die Investitionen sind. Die Anteile haben wir vorhin gehört, wir sind da anderen Branchen weit voraus. Das sind Zahlen, die von IFPI aggregiert werden und auch jetzt schon im zweiten Jahr nachgehalten werden, die bei uns verfügbar sind, die wir auch im Detail euch gerne zuschicken können. Wie hören die Leute? Vom Vinyl bis zur Cloud. Wir reden viel über den Miniboom, Vinyl, wir reden viel über den Zuwachs beim Streaming. Wenn man sich die Hörgewohnheiten anschaut, Frage war, Hörgewohnheit, was habt ihr genutzt in den letzten 7 Tagen? Dann sieht man wieder, wir dürfen das Radio nicht vergessen. Ganz wichtig, das Radio macht den Hauptanteil des Hörens aus, 40%, ein sehr großes Stück des Kuchens. Und dann teilen sich die anderen Bereiche recht organisch auf. Wir sind beim physischen Tonträger knapp 15%, digitale Musikdateien knapp 20%, dann kommt unten das Online-Radio mit immerhin 10%, auch das wird oft vergessen. Und dann kommt das Streaming, Premium-Streaming, Audio-Streaming kostenlos und Video-Streaming hier. Das heißt, auch dieser Mix ist sehr, sehr gesund, das Radio nicht zu vergessen, auch wenn es ab und zu hinten runterfällt. Wer kauft, wie viel und wer kauft vor allem wo? Bekannt für alle, die in der Branche sind, bekannt, weil die Labilität des deutschen Marktes sich hier sehr stark äußert und meines Erachtens sehr ernst genommen werden muss. Wir sehen hier etwas, könnt ihr wahrscheinlich kaum noch sehen, 67% der deutschen Bevölkerung sind nicht Käufer. Das heißt also, die tauchen auch nebendran beim Umsatzanteil gar nicht mehr auf. Und 3,7% sind Intensivkäufer mit einem Umsatzanteil von 46%. Das heißt, wir dürfen nie vergessen, diese kleine Gruppe von 3,7% Intensivkäufer macht fast die Hälfte des Umsatzes aus. Das ist etwas, was natürlich zum einen heißt, hegen und pflegen dieses kleinen Anteils, und was aber zum anderen natürlich heißt, erschließen dieses Bereichs. Nichtkäufer widerspricht natürlich nicht, dass sie nutzen, auch legal nutzen, sind ja vielleicht Radiohörer, aber trotzdem ist die Herausforderung natürlich da, sie in die Musiknutzung, einer Kaufnutzung zu überführen. Ich denke, das ist ein, ebenso wie der Musikberg am Anfang, das ist etwas, was für uns als Branche sehr gut tut, sich dieses Bild jeden Monat einmal anzuschauen. Handel im Wandel, wo wird gekauft? Eine vergleichsweise, auch da im Vergleich zu internationalen Entwicklungen, vergleichsweise organischer Entwicklung des stationären Handels hier, unter 50% mittlerweile, 44% sind wir, und dann der Zuwachs oben, Downloadhändler
und E-Commerce. Das heißt, wir sehen hier nicht das, was wir im Ausland sehen, nämlich diese Treppenstufen, die so deutlich in unser Geschäft einschneiden. Es wird viel Deutsch gesungen, in der Rede von Herrn Sontowski vorhin angesprochen. Wir haben einen extrem starken nationalen Anteil. Wir sind bei den Longplayern über 2/3 nationale Produktion. Bei Single ist es umgekehrt, da sind wir bei 57% international. Aber das ist schon etwas, was Ansporn sein sollte, wenn man noch vor kurzem einen Teil war, der vielleicht maximal so ausgesehen hat. Das ist etwas, was uns alle, sei es jetzt als Charts-Ranking oder als Umsatzanteile, sehr stolz machen kann und wo wir sehen, natürlich auch da im Vergleich zum Ausland, die ähnliche Entwicklung sehen wir auch, aber wo wir sehen, dass das internationale Produkt sehr stark singlegetrieben funktioniert und die Longplayer durchaus national. Out now, unser Jahrbuch, jetzt im Moment online gestellt, als E-Paper bei uns auf der Website, ladet es euch alle runter, verbreitet es, lest es gut durch, kritisiert uns für Darstellungen wie sonst auch und schaut, dass wir die Nachricht da drin, insbesondere auch die Grafiken, unters Volk bringen. Denn das hilft bei der vorhin geführten Diskussion immens weiter, wenn immer mehr Fakten dort zugrunde liegen, wo politische Entscheidungen getroffen werden, die oft ja in Unkenntnis unserer wirtschaftlichen Realität dann diskutiert werden. Applaus